Wir sind seit Februar mit den Vorarbeiten in der Gänge. Wir haben ganz viel neu gebaut, weil wir eigentlich wirklich das mit unseren Gästen ganz groß feiern wollten. Aber das ist dann ein bisschen verhagelt worden. Aber wir müssen einfach sehen, dass wir das Beste draus machen dieses Jahr. Wir haben auf der Terrasse die beiden großen Schwibbögen neu gemacht, was wirklich eine Riesenarbeit war. Da war ich wochenlang am Sägen. Die großen Gestecke sind neu gekommen. Die Tannen hinter den Schwibbögen sind neu gekommen. Die sind mit jeweils 800 LEDs beleuchtet. Dann haben wir noch in der Einfahrt Schnee neu gemacht. Der Schnee am Haus ist neu gekommen. Das sind insgesamt 60 laufende Meter. Kleine Schwibbögen haben wir neu gebaut. Kästen, wo Weihnachtsmänner drauf sind. Also es war wirklich von der Planung her ganz anders gedacht dieses Jahr. Ja, wir haben vermehrt Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern erhalten, dass es in der Brechtstraße in Delmenhorst zu einem Verkehrschaos gekommen ist. Daraufhin sind die Beamten dorthin gefahren und haben festgestellt, dass zahlreiche Fahrzeuge in der Brechtstraße, bei der es sich um eine Sackgasse handelt, standen und nicht mehr vor und nicht mehr zurückkamen. Hintergrund des Ganzen war, dass die Personen das ein Weihnachtshaus anschauen wollten. Dabei handelt es sich um ein privates Wohnhaus, welches mit sehr vielen Lichterketten und Weihnachtsdekorationen geschmückt war. Das hat natürlich viele Personen angezogen. Daraufhin haben dann die Kolleginnen und Kollegen mit dem Bewohner des Hauses Kontakt aufgenommen und der hat dann erst zunächst einmal die Beleuchtung ausgeschaltet, sodass sich dann das Verkehrschaos allmählich gelöst hat. Also wir haben dann trotzdem einige verkehrslenkende Maßnahmen durchgeführt und Gespräche mit den Personen vor Ort geführt. Ab Dunkelwerden ist das Licht an. Wir schalten jeden Tag um 16 Uhr ein und bis 21 Uhr ist das Licht an. Und deswegen kann man das vielleicht auch ein bisschen entzerren, wenn die Leute so vernünftig sind und das wirklich nicht so geballt kommt und am Nikolaus auch nicht.